Hey Leute, willkommen zurück zu War Dragons. Mein Name ist Morph und in diesem Video heute geht es um das neue PvP-Event in War Dragons. Das neue PvP-Event heißt Temple Raid und ich habe mich entschieden, hier ein Video zu machen und es erstmals am Computer aufzunehmen. Ja, eigentlich aus zwei Gründen. Grund 1: Es ist sehr viel, es ist sehr komplex und ich dachte mir, okay, normalerweise habe ich es in meinem Handy aufgenommen, weil es einfach schneller ging, aber hier ist es wirklich sehr viel Information, das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger. Deswegen dachte ich mir, okay, mache ich es lieber am Computer. Grund Nummer zwei, hi, ich bin Morph, habe mein Gesicht noch nie gesehen. So schaue ich aus, okay. Jo, wie auch immer, also. Starten wir mit dem Video, damit es nicht allzu lange wird. Wie schon gesagt, das Video heißt Temple Raid oder das Video heißt nicht Temple Raid, das Event, das neue PvP-Event heißt Temple Raid. Wir starten sofort hier mal mit dem Banner oder dem der Grafik, dem Poster, dem wie auch immer. So sieht's aus: Temple Raid. Team up and raid enemies in battle, all new event. Also, das ist komplett neu. Keiner hat gespielt bisher heute Abend. Wenn dieses Video hoffentlich live ist, schon ein paar, hoffentlich Stunden, dann geht's los. Momentan läuft noch die Schatzjagd, wie auch immer man das nennt. Ja, also, can you withstand the power of the Guardians? Könnt ihr der Kraft der Macht der Wächter Guardians widerstehen, wie auch immer. Also es ist ein komplett neues, habe ich schon gesagt, massives. Damit meinen die, es ist sehr komplex. Es ist wirklich meiner Meinung nach das bisher komplexeste und vor allen Dingen definitiv das strategischste PvP-Event, das Pocket Gems bisher rausgebracht hat. Und es sieht wirklich nach viel Spaß aus. Also ich habe eine Menge Infos mir geholt, logischerweise, damit ich es euch wirklich richtig erklären kann. Übrigens, falls ihr Fehler macht, dann schreibt es in die Kommentare. Und es sieht auch wirklich nach Spaß aus. Ja, also starten wir. Ah ja, genau. Es gibt übrigens auf Twitch einen Stream, da hat Peachy Coffee und glaub noch Crisis oder Rina, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall eine von beiden hat einen Preview gemacht über dieses Event. Also wer es anschauen will, ist natürlich auf Englisch, der kann es gerne machen. Und ihr müsst natürlich, wenn ihr iOS habt, müsst ihr es updaten, das neueste Update, sonst könnt ihr es nicht spielen. Okay, genug Formalitäten. So, hier sieht euer Angriffsscreen aus. Ihr habt ganz normal wieder Wildfire-Attacken hier mit 80 Flammen, Inner Fire könnt ihr einsetzen und so weiter. Energie-Reset ist alle 12 Stunden, was ich gelesen habe. Und so sieht es wie gesagt aus. Also es gibt fünf Inseln. Es gibt eigentlich sechs Inseln. Diese in der Mitte hier, die ist normalerweise mit Wolken noch verdeckt, verborgen. Aber diese hier außen seht ihr sofort, wenn ihr jetzt auch schon ins Spiel geht, seht ihr sie schon. Könnt halt noch nicht angreifen. Aber diese Inseln seht ihr. Diese Inseln sind gebunden oder nicht gebunden. Sie sind entsprechend der Elemente eurer oder der Drachen, die es im Spiel gibt. Also es gibt ja Feuerdrachen, also Feuerelemente. Hier, deswegen gibt es hier die Feuerinsel. Dann gibt es Windelementdrachen. Das hier ist die Windinsel, die Dark, Dunkelelement, die Eiselement und hier letztendlich das Erdelement. Also diese Inseln haben eine Thematik entsprechend praktisch der Elemente der Drachen. Und das hier in der Mitte, das momentan noch verborgen ist, das ist der mysteriöse Schrein Elemente, Shrine of Elements auf Englisch. Und wie gesagt, der ist noch verborgen. Ihr beginnt, jeder von euch, auf einer dieser Inseln. Ihr könnt euch aussuchen. Jeder Spieler kann sich aussuchen, auf welche Insel er anfängt. Allerdings ist es wirklich zu empfehlen, dass euer Team, weil es ist ein sehr strategisches Event und das braucht viel Teamkoordination, dass euer Team sich überlegt, auf welche dieser Inseln ihr als erstes beginnt, damit nicht jeder auf einer anderen Insel anfängt, was wirklich nicht klug wäre. Wäre vor allen Dingen nicht klug wegen diesem Sturm hier. Das ist hier diese Gewitterwolke und die zieht alle über einen gewissen Zeitabstand, zieht sie entweder zwischen den Inseln oder sie
tobt, wütet auf den Inseln. Und dieser Sturm hat deutliche, drastische Auswirkungen auf die Möglichkeiten, die ihr habt auf diesen Inseln. Ja, also es ist ein strategisches Feature, das PG hier gebracht hat mit diesem Sturm, wo ich noch genauer drauf eingehen werde. Jetzt gehen wir mal davon aus, euer Team hat sich entschieden für eine Insel und ihr wollt angreifen. Wie könnt ihr Punkte machen? Punkte macht ihr natürlich ganz normal, wie, also persönliche Punkte ganz normal wie in anderen PvP-Events auch, indem ihr andere Teams angreift. Ihr greift andere Teams an, also ihr habt auf eine Insel geklickt und hier fangt ihr an. Das hier ist ein sogenannter Inselpfad. Also das ist ein Inselpfad und hier seht ihr schon diese Monumente. Diese Monumente, das sind die Temple Guards. Die markieren die Temple Guards. Alle Teams fangen hier an und müssen dann praktisch hier diesen Pfad durchlaufen, bis sie letztendlich hier an diesem Tempel, das ist die Eisinsel übrigens, und das ist dann der Tempel auf der Eisinsel. Die Monumente, ja, und fangen wir von da an. Also, ihr greift andere Teams an, ganz normal im PvP-Modus, andere Gilden, und wenn ihr diese angreift und besiegt, also nicht das ganze Team, aber Spieler, es braucht halt eine gewisse Anzahl von Punkten, und wenn ihr die habt, dann kommt ihr ein Stück weiter, 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 bis ihr letztendlich bei dem ersten Temple Guard seid. Wie viele Punkte ihr braucht, um zum ersten Temple Guard zu kommen, das hängt davon ab, in welcher Liga ihr seid. Also umso höher eure Liga ist, umso mehr Punkte braucht ihr insgesamt, umso höhere Gegner müsst ihr angreifen oder umso blablabla. Ja, also umso mehr Punkte, nicht umso öfter, umso höher, sondern einfach umso mehr Punkte braucht ihr, bis ihr zum ersten Temple Guard kommt. Diese Angriffe gegenüber den anderen Teams, die schmeißen, also die geben erstmal euch persönliche Punkte, die zählen nicht zu den Victory Points für euer Team Ranking, die geben euch persönliche Punkte für eure Reise, also dass ihr Sigils bekommt und Rubine, Goldkisten, whatever, also die ganzen persönlichen Preise, das zählt dafür, dass ihr diese Gegner angreift, die PvP spielt, und wenn ihr sie besiegt habt, dann drückt ihr, drängt ihr den Gegner dann praktisch ein Stück zurück auf diesem Inselpfad und kommt im Gegenzug ein Stück weiter nach vorne. Diese Punkte, wie gesagt, zählen nur für eure persönlichen Punkte, nicht für das Team-Ranking. Fürs Team-Ranking zählt dann allerdings, wenn ihr beim ersten Temple Guard seid. Wenn ihr den ersten Temple Guard anfangt anzugreifen, seid ihr dort safe. Also kein anderes Team kann euch dann wieder bis im schlimmsten Fall zum Anfang zurückbringen, sondern ihr seid hier an diesen, es sind wie Checkpoints. Also ihr kommt dann nicht wieder hinter diesen Checkpoint. Ihr seid dort safe. Ja, diese Temple Guards sind computergenerierte Bases, also es ist nicht PvP, sondern PvE, Player versus Environment heißt es, glaube ich. Und ja, computergenerierte Bases. Und diese Temple Guards, die geben euch dann Victory Points für euer Team. Die geben euch natürlich auch persönliche Punkte, aber sie geben euch auch Victory Points. Und was noch ganz wichtig ist, die Inseln, also das hier ist eine Eisinsel, eine Eisinsel. Und Drachen vom Eiselement geben euch hier Bonuspunkte. Wie viele Bonuspunkte genau, das weiß ich noch nicht. Und bei den Temple Guards und später ganz wichtig gegen die Temple Guardians, dazu komme ich noch, diese Base, diese computergenerierten Bases, die entsprechen nicht den Regeln in der Wardranks-Welt, die für uns alle gelten, also für die normalen Spieler. Kann zum Beispiel mehrere von einem gewissen Element Türme draus sein, was weiß ich, übertrieben gesagt, 100 Eistürme oder irgendwie sowas, oder es können halt ganz viele Totems drauf sein. Und viele Totems sind auch drauf bei diesen Temple Guards und auch bei dem Temple Guardians. Und es sind nur Totems aller anderen Elemente bis auf Eis. Sprich, Eisdrachen haben da natürlich dann ein massives Vorteil, weil da eben keine anderen Totems, die die anderen Drachenelemente abschwächen, sind. Genau. Also mit Eiselementdrachen oder halt mit dem entsprechenden Element der jeweiligen Insel anzugreifen, gibt Bonuspunkte und gegen die Temple Guards und Guardians ist es leichter mit Eisdrachen.
Das sind die Vorteile und darum geht es auch. Deswegen sind diese Inseln auch jeweils an ein Element der Drachen angelehnt. Okay, ihr seid dann, also es funktioniert dann weiter hier, ihr lauft an diesem Pfad lang, greift wieder andere Teams an, seid bei diesem Checkpoint, dort wieder safe, lauft hier weiter, seid bei diesem dritten Checkpoint, seid wieder safe, lauft bis zum Tempel. Hier sieht man komischerweise hier nicht, ist vor dem Tempel ein letzter Tempel, was ich verwechsel immer, Guard, nicht Guardian, Guard. Genau. Ein letzter Tempel Guard und wenn ihr ihn komplett besiegt habt, also alle HP, Gesundheitspunkte von dem letzten Tempel Guard zerstört habt, dann seid ihr im Tempel. Es ist aber ganz wichtig zu beachten, wenn ihr im Tempel seid, habt ihr nur 2 Stunden Zeit, um den Tempel zu raiden. Tempel Raid, den Tempel auszurauben, wo zu zerstören, die Tempel Guardians zu zerstören. 2 Stunden. Wenn ihr es nicht in 2 Stunden schafft, dann kommt ihr wieder zum Anfang zurück. Und da müsst ihr dann auch drauf achten, kommt vielleicht der Sturm. Zum Sturm komme ich noch. Haltet es euch im Hinterkopf, dass es da sowas wie einen Sturm gibt. Deswegen, also ihr müsst schauen, wenn ihr den bevor ihr den letzten Tempel Guard völlig zerstört, müsst ihr gucken, ob sich's lohnt, ob ihr genug Spieler online habt, dass ihr wirklich in den Tempel praktisch einfallt oder dann genug Spieler online habt, um den Tempel zu besiegen, oder ob ihr vielleicht noch eine halbe Stunde wartet, aber dort halt wieder drauf achten, der Sturm, der böse Sturm könnte kommen. Jo. Okay, ihr habt euch entschieden, ihr habt genug Spieler online und ihr wollt dann in den Tempel rein. So, gehen wir mal weiter zum Tempel, genau. Okay, dort trefft ihr auf die gefährlichen, die furchtbaren, die gefürchteten Temple Guardians. Und habt dort, wie gesagt, 2 Stunden Zeit, habe ich schon gesagt. Es können euch im Tempel keine Umweltfaktoren, Environmental Factors, schreiben wir hier, also keine äußeren Faktoren, wieder aus dem Tempel kicken. Also selbst wenn euch noch draußen andere Teams angreifen, weil noch Spieler draußen sind vor dem Tempel oder so, könnt ihr nicht wieder aus dem Tempel gekickt werden. Auch wenn der böse Sturm kommt, dann könnt ihr nicht mehr aus dem Tempel gekickt werden. Ich sage jetzt noch ganz kurz, ich erkläre später den Sturm ausführlich, aber der Sturm fegt euch. Wenn der Sturm auf eine Insel kommt, dann bläst euch halt von der Insel. Und wenn ihr nicht im Tempel seid, noch nicht, und der Sturm fegt über die Insel, dann seid ihr weg von dieser Insel. Der Sturm bläst alles weg. Wenn ihr aber im Tempel seid, dann bläst euch der Sturm nicht weg. Dann habt ihr, wie gesagt, diese 2 Stunden Zeit, um diese Guardians anzugreifen. Okay. Die Fire Temple Guardians. Hier geht es um den Feuertempel. Und im Tempel ist nicht mehr PvP, also dort ist PvE. Ihr kämpft dort gegen computergenerierte Bases. Und dort gilt wieder, also zum Beispiel im Eistempel haben das, sind da natürlich Bases mit ganz vielen Totems aller Art außer Eistotems. Also ihr habt Vorteile mit Eiselementdrachen auf der Eisinsel. Und ihr müsst die Temple Guardians, diese 2 Worte, die habe ich jetzt schon 10.000 Mal falsch. Ihr müsst die, doch, die Guardians, oh, die Guardians, wow. Okay, ihr müsst die Temple Guardians im Tempel mit dem entsprechenden Drachentier angreifen. Also ihr könnt nicht, sagen wir mal, ich habe Vanguard-Drachen, die allerkrassesten, heftigen und so. Könnt ihr nicht. Ihr müsst dort mit den Drachen entsprechend dem Tier der Guardians angreifen. Sprich, es gibt dort vom roten Tier, vom blauen Tier, vom orangen, vom grünen, vom purple, vom gold, vom platin. Es geht alles hoch, die ganzen Drachentiers hoch bis zum Harbinger-Tier. Bis Vanguard geht es noch nicht, aber es geht bis Harbinger. Und ihr könnt, hier seht ihr es an die verschiedenen, hier zum Beispiel Gold-Tier, Platinum-Tier, Sapphire. Also ihr könnt nur mit Drachen dieses Drachentiers angreifen, deswegen staubt eure alten Drachen ab und so. Also ihr müsst schauen, dass ihr von jedem Drachentier wirklich einen möglichst starken, natürlich Vertreter dieses Tiers, auf Experte habt, dass der möglichst stark ist, damit der eben die Temple Guardians zerstören kann. Ja, weil ihr könnt nicht, wie gesagt, mit Vanguard-Drachen rote Guardians angreifen, das mögen die nicht, machen sie halt nicht, da machen sie nicht mit. Jo. Also,
Und wie gesagt, es geht hoch bis Harbinger und natürlich haben viele von uns noch keine Harbinger, inklusive mir. Und wir können halt dann nur eben bis zu einem Drachentier die Guardians angreifen, wo wir Drachen haben. Also bei mir wäre es dann bis Saphir. Da geht's nicht. Ihr könnt übrigens auch mit Divines, also mit Season Dragons angreifen, aber auch nur, wenn sie eben in dem entsprechenden Tier sind. Also es geht nur entsprechend dieses Tiers. Und ihr bekommt für diese Bases hier, bekommt ihr eine Menge Victory Points. Also hier macht ihr wirklich Victory Points für euer Team. Ihr macht natürlich auch persönliche Punkte, klar. Aber ihr macht hier die Victory Points. Und die Victory Points addieren sich. Also sie addieren sich, umso mehr ihr von diesen Temple Guardians angreift und zerstört, umso mehr Victory Points habt ihr für euer Team. Und diese Victory Points können auch nicht geklaut werden, wie in anderen PvP-Events. Ja, sondern die addieren sich und wer am Schluss, welches Team die meisten Victory Points, sprich die meisten Tempel geradet und letztendlich den Shrine of Elements, dazu komme ich noch, vielleicht auch noch, das ist halt sozusagen so ein Bonus, der ist dann auf Platz 1. Ja. Und PvP, wie gesagt, zählen nur für eure persönlichen Punkte, diese Guardians und die Temple Guards auf dem Inselpfad zählen für euer Team Rank. Genau. So, ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. So sieht es übrigens aus, wenn ihr den Weg gemacht habt bis zum Tempel, dann habt ihr so ein rautenförmiges Ding und ja, dann habt ihr wie gesagt 2 Stunden Zeit. Also wenn ihr dieses Symbol seht, dann geht schnell rein und schaut, dass ihr möglichst viele von diesen Temple Guardians zerstört. Denn wenn die 2 Stunden um sind, wie gesagt, dann seid ihr wieder raus aus dem Tempel und an Anfang der Insel. Und jetzt komme ich nämlich zum Sturm. Sturm, das ist ein sehr strategischer Faktor, den PG hier implementiert hat. Und der spielt, ja, er spielt wirklich eine wichtige Rolle in Temple Raid. Warum ist es so? Also der Sturm rotiert über die Inseln und hat einen 3-Stunden-Zyklus. Zyklus, also ein Zyklus, nee, Zyklus. So. Und also er wird 3 Stunden über einer Insel hängen, der tobt 3 Stunden über einer Insel, war ganz schön langer Sturm, und dann 3 Stunden zwischen den Inseln. Also er ist 3 Stunden auf der Insel, dann 3 Stunden zwischen der Insel, dann wieder 3 Stunden auf der nächsten Insel und so weiter und so fort. Wenn der Sturm auf der Insel ist, dann werden alle Teams, der Sturm ist so krass, der fegt alles weg, werden alle Teams von der Insel gefegt. Ja, und ja, ihr könnt dann praktisch nicht mehr auf dieser Insel bleiben und ihr könnt auch erst wieder auf die Insel, wenn der Sturm weg ist, wenn sich der Sturm verzogen hat, die schönen Vögelchen rauskommen und so, dann könnt ihr wieder auf die Insel. Und wenn der Sturm weg ist, jetzt kommt's nicht. Wenn der Sturm weg ist, gerade die Insel verlassen hat, dann wird die Insel ziemlich attraktiv für Teams, denn dann ist die Insel, sie nennen es auf Englisch supercharged, also schnell geladen. Eigentlich ist, glaube ich, so ein bisschen die Übersetzung, die wörtliche dafür, aber ist natürlich Quatsch. Sie ist einfach aufgeladen, also sie ist super heftig krass aufgeladen und so. Schreiben sie also, the island just left will now be supercharged since the storm has left. Also es wird super aufgeladen sein. Ja, genau. Also es gibt dort momentan keinen Teamfortschritt, weil der gerade erst verlassen wurde, weil alle Teams weg sind und der Sturm gerade erst weg ist. Und sie wird wieder für alle Teams möglich sein anzugreifen. Und alle Teams werden sich dann draufstürzen, denn eine Supercharged Insel, die hat übrigens hier so einen blauen Text, Supercharged unter der Insel. Die gibt viel, viel mehr Victory Points und zwar nur fürs erste Team, das die Temple Guardians zerstört. Also das erste Team, das in den Tempel eindringt und die bösen, mächtigen Temple Guardians alle zerstört, oder halt möglichst viele, ich weiß nicht, ob es alle sein müssen, aber halt, oder vielleicht eine gute Frage, schreibt es vielleicht mal in die Kommentare, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall das erste Team, das Temple Guardians alle oder fast alle oder wie auch immer zerstört hat, das bekommt viel, viel mehr Victory
Victory Points, weil eben die Insel supercharged war. Die Sache ist natürlich, da werden sich alle Teams dann draufstürzen, wo viele Leute online sind, auf so eine supercharged Insel. Das heißt, wenn ihr nur zwei, drei Leute online habt, weil es gerade, was weiß ich, Montagmorgen ist oder so, dann wird es schwierig, so eine supercharged Insel wirklich einzunehmen oder generell da nur auf dem Inselpfad weiterzukommen. Deswegen müsst ihr euch überlegen, lohnt sich das? Sind viele Leute online? Wollen wir es versuchen, so eine supercharged Insel anzugreifen oder nehmen wir lieber eine Insel, wo der Sturm schon noch weit weg ist? Deswegen ist es auch, also dieser Sturm ist wirklich sehr strategisch wichtig, auch für eure, ja, was ihr euch eben überlegt, eure Strategie und so weiter. Gehen wir nochmal ganz hier hoch. Also, theoretisch, jetzt ist der Sturm hier in der Mitte. Ihr könnt dann übrigens hier in der Mitte auf diesen Sturm klicken. Dann seht ihr, wie viele Stunden es noch dauert oder wie viel Zeit noch es braucht, bis der Sturm hier ist. Wenn es jetzt nur natürlich 10 Minuten sind, bis Sturm auf dieser Insel ist, lohnt sich es nicht mehr, diese Insel überhaupt nur anzugreifen. Dann lohnt sich vielleicht eher, sagen wir hier, die oder sogar die Insel anzugreifen. Also, da müsst ihr wirklich schauen. Wo ist der Sturm gerade? Lohnt sich's noch? Haben wir noch genug Zeit, eine Insel anzugreifen? Sind genug Leute online? Und auch natürlich, wenn der Sturm eine Insel verlässt, haben wir eins viele Leute online. Dann versuchen wir doch mal so eine Supercharge-Insel. Oder sind nur drei online, dann braucht es nicht, weil dann schafft man es eh nicht mit drei Leuten, wenn sich alle Teams auf so eine Supercharge-Insel stürzen. Also dieser Sturm wirklich eine sehr, sehr strategisch wichtige Funktion, die ihr wirklich bedenken müsst, wenn ihr ja, dieses Event erfolgreich spielen wollt. Okay, gehen wir mal weiter. Sturm, 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 habe ich schon erklärt. Supercharged, so sieht es aus, wenn eine Insel supercharged ist, habe ich auch schon gesagt. Okay, dann der Shrine of Elements, so der Schrein der Elemente. Das ist sozusagen, also ich habe nochmal selber nachgefragt bei mir im Team und so. Das ist eigentlich nur so eine Bonus. Funktion. Also ihr könnt übrigens diese Inseln, ob sie jetzt supercharged sind oder nicht, könnt sie so oft raiden, wie ihr wollt, diese Tempel. Also wenn ihr einmal alle Tempelguards besiegt habt auf so einer Insel, dann könnt ihr wieder von vorne anfangen, nochmal und bekommt halt noch mehr Victory Points. Ihr könnt versuchen, supercharged Inseln mal einzunehmen, wenn genug Leute online sind. Also ihr könnt so oft ihr wollt diese Tempel raiden, um eben Victory Points für euer Team zu sammeln. Denn am Ende, wie gesagt, wer die meisten gesammelt hat, das können keine gestohlen werden, der gewinnt dieses PvP-Event. Dieser Shrine of Elements, also der Schrein der Elemente, der ist sozusagen so ein Bonus-Key-Factor. Um diesen, also der ist am Anfang, gehen wir nochmal ganz hier hoch, der ist am Anfang abgedeckt mit Wolken. Und erst, wenn ihr alle fünf Inseln, also alle fünf Tempel geradet habt, also alle fünf Tempel Guardians, ja, Tempel Guardians, praktisch von allen fünf Tempel Guardians besiegt habt, dann klären sich hier die Wolken. Also habt ihr eine Insel für alle fünf Temple Guardians besiegt, dann klärt sich eine, zwei, drei, vier, fünf und am Ende ist halt der ganze Shrine of Elements freigeschaltet. Dann könnt ihr den Shrine der Elemente, Shrine, ja, den Schrein der Elemente angreifen. Und dort bekommt ihr natürlich nochmal eine Menge Bonus Victory Points, aber es ist wirklich nur für sehr aktive Teams und ihr könnt auch, wie gesagt, einfach nur andere Inseln angreifen und Rain bekommt auch Victory Points. Also das ist sozusagen so ein Bonus. Natürlich wäre es cool, so einen Schrein, diesen Schrein der Elemente freizuschalten, weil er eben nochmal eine Menge Victory Points bekommt. Sie schreiben hier auch, es ist ein optional Boss Rush Encounter, also es ist ein optionaler Bosskampf sozusagen des Temple Raids Events, der eben freigeschaltet wird, wenn die anderen Inseln alle besiegt wurden, also Temple Guardians besiegt wurden, eben auf der Unlocking. Genau, selbst wenn ihr den Shrine der Elemente freigeschaltet habt, könnt ihr trotzdem noch einfach andere Tempels angreifen und auf diese Art und Weise mehr Victory Points sammeln. Es gibt keinen klaren oder eindeutigen Vorteil, indem ihr diesen Schrein der Elemente vor einem anderen Team freischaltet. Also wenn ein anderes Team das vorher gemacht hat, mal hat es halt gemacht, es ist jetzt nicht so, dass sie deswegen dann irgendwie zwangsweise besser sind als ihr, also höher, besser abschneiden. Und übrigens, diese, die schreiben hier auch die
Guardian-Bases, also die Wächter-Bases im Schrein der Elemente, sind sehr, sehr stark und sehr anfordernd, also sehr fordernd, um sie zu besiegen. Also das ist wirklich nur so ein zusätzlicher, optionaler, wahrscheinlich ziemlich heftige Basis. Ja, Shrine, Shrine, Shrine. Ja, also das ist eine Option einfach. Okay. Wenn man ihn einmal freigeschaltet hat, ist er permanent verfügbar während der gesamten Eventdauer. Die Guardians in diesem Schrein der Elemente, die bestehen aus zwei Drachentiers. Einmal Orange Tiers. Orange, okay, ist jetzt nicht so schwierig, werden wahrscheinlich die meisten von euch schaffen. Und Harbinger. Okay, da wird es ein bisschen schwierig. Da brauche ich überhaupt nicht, da brauche ich gar nicht hingehen zu diesen Harbinger-Bases. Vor allen Dingen, wenn die hier schreiben, die sind eh schon challenging, da Harbinger, okay. Aber ist so, wie es ist, also Orange und Harbinger. Und es ist ein Guardian jedes Elements innerhalb dieser zwei Drachentiers. Und insgesamt sind es 10 Guardians im Schrein. Also ein Orange Tier Guardian Feuer, ein Orange Tier Guardian Wind und so weiter. Und ein Harbinger eben von Element macht insgesamt 10. Jo. Und diese Shrine Bases, Shrine Guardian Bases, die sind haben sehr viele Türme, die eben elementbasiert sind. Und zwar also von dem Feuer-Guardian sozusagen, vom Fire-Element, sowohl vom Orange-Tier als auch vom Harbinger-Tier, sind sehr viele Fire-Turrets, also Feuertürme da. Vom Eis-Element sehr viele Eistürme, vom Erz-Element sind sehr viele Ballister. Okay, dann schaffe vielleicht sogar ich zum Harbinger. Beim Erz-Element. Nee, Spaß. Also beim Erdelement sehr viele Ballista, beim Dark Element sehr viele Traps und also Trebuchets, weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt, Trebuchets, glaube ich. Ja. Und Kanonentürme und vom Windelement sehr viele Schützentürme. Und außerdem schreiben sie hier, die Shrine Guardian Bases will fall under the same battle rules. Also sie fallen unter dieselben Schlacht- oder Kampfregeln wie die Temple Guardian Bases. Also das sind wahrscheinlich dann auch sehr viele Totems, eben von genau diesen Elementen, eben wo die Insel nicht ist. Die Insel ist jetzt keine Insel, wo dieser. Also wenn ihr zum Beispiel den Feuer Guardian angreift in dieser Shrine of Elements, dann sind da wahrscheinlich sehr viele Totems aller anderen Elemente, also Dunkel, Eis und so weiter, außer Feuertotems. Das sind halt keine Feuertotems, aber können wahrscheinlich fünf Dunkeltotems, fünf Wind und so weiter. Das ist, alle anderen Drachen sind praktisch schwach, außer eben die Feuerdrachen. Ja. Und ihr müsst natürlich die ganz normalen Siegesbedingungen erfüllen, indem ihr diese Shrine Guardians angreifen oder die Shrine Guardian Bases und zwar 70% oder mehr zerstören, nicht mit maximal drei Drachen, also wie ganz normal im normalen Spiel. Na, und das ist vielleicht auch noch wichtig, der erste Angriff gegen einen Schreinwächter, ich sage jetzt einfach mal Wächter, gegen so einen Schreinwächter, der kostet keine Energie, also braucht er gar keine Energie. Das ist cool. Aber wenn ihr es einmal nicht schafft, dann kostet es 2 Energie, schafft ihr es wieder nicht, kostet es 4 Energie, schafft ihr es wieder nicht, kostet es 6 Energie und dann kostet es 8 Energie. Also wenn ihr es ein paar Mal nicht schafft, wird es echt teuer. Und mehr als 8 kostet es aber nicht. Und auch Saisondrachen können genutzt werden, solange sie allerdings im Orange- oder Harbinger-Tier sind. Also sonst geht es nicht. Und diese, das hier sind die Element. Wächter und was schreiben Sie hier noch? Genau, also man muss die fünf Orange Tier Guardians zuerst besuchen, von jedem besuchen, besiegen von jedem Element und dann muss man halt die Harbinger Guardians besiegen. Also erst fängt es mit Orange an, dann mit Harbinger. Ist irgendwie logisch, dass es nicht mit Harbinger anfängt. Und wenn ihr das schafft,
Wenn ihr Harbinger Drachen habt und das alles besiegt, dann bekommt ihr hier eins von diesen Porträts. Sie schauen ziemlich cool aus, finde ich. Welches, das ist bei jedem von diesen Temple Raid Events anders. Also das erste ist, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Also irgendeins von diesen, entweder das Dunkel oder das Erd oder das Feuer oder das Eis oder das Erd, kann man da als Porträt praktisch gewinnen. Das ist so ein Zusatzbonus von diesem Event und wie gesagt, bei jedem Event. Sie können übrigens nur einmal pro Event besiegt werden. Da geht's nicht. Wenn ihr einmal besiegt, ist ein Schrein der Elemente, dann war's mit dem, ihr habt eine Menge Victory Points bekommen. Ja, natürlich könnt ihr immer noch die anderen Inseln wieder angreifen, die Inselpfade wieder machen und also ihr könnt die Inseln so oft angreifen und die Tempel ausrauben, so oft ihr wollt. Diesen Schrein der Elemente, diesen Bonus sozusagen, könnt ihr allerdings nur einmal angreifen. Dann war es das. Und die Porträts, wie gesagt, gibt es auch nur eins pro Event. So, jetzt gehen wir nochmal über die wichtigen Sachen, so dass ich hier nochmal alles vorlese. Ja, das Ziel habe ich jetzt schon euch schon erklärt oder euch gesagt, was das Ziel ist. Also, dass man eben über diese fünf elementaren Inseln sich kämpft und den Inselpfad schreitet und dann den Tempel erreicht und dann die mächtigen Wächter, Guardians, die dort warten, besiegt. Das ist das Ziel. Energiereset habe ich auch schon gesagt, sind alle 12 Stunden. Die Drachen vom selben Element, die geben Bonuspunkte, habe ich auch schon gesagt. Wenn ihr damit andere Spieler oder eben die Temple Guards angreift. Okay. Und die Drachen haben einen Schlachtvorteil gegen nur die Temple Guardians im Tempel, nicht gegen die Temple Guards außen, haben sie keinen Schlachtvorteil. Also da ist dann wahrscheinlich nicht so, dass da mehrere Totems von allen anderen Elementen stehen. Aber bei den Temple Guardians, da haben sie Schlachtvorteile. Also es war ein bisschen nicht ganz korrekt, was ich vorher gesagt habe. Die Temple Guards, ja, das sind eben die Checkpoints, den ihr nicht wieder zurückgeworfen werden könnt. Und die müsst ihr eben alle zerstören, um eben den letzten Guardian dort zu erreichen vor dem Tempel. Den letzten Temple Guard vor dem Tempel und dann die Guardians, bla bla bla. Ihr könnt die Inseln mehrere Male angreifen und die Temple Guardians so oft ihr wollt zerstören, um eben mehr Victory Points zu bekommen. Der Sturm, der rotiert über diese elementaren Inseln, alle in 3 Stunden Zyklus, 3 Stunden über der Insel, 3 Stunden zwischen den Inseln. Und wenn er über der Insel ist, können keine Teams auf der Insel sein. Wenn der Sturm eine Insel verlässt, dann wird diese Insel eben supercharged und die supercharged Inseln, die geben Bonus Victory Points, also Siegpunkte, im Haupttempel eben in dem. Also nur wenn ihr diese Tempel Guardians im Tempel besiegt, das erste Team, das die besiegt, das bekommt Victory Bonus Points. Genau. Und der Schrein der Elemente, der ist eben optional. Das ist praktisch so ein Bosskampf, so wie bei irgendwelchen Spielen, so der Oberboss-Gegner und so. Das müsst ihr nicht machen, das ist optional. Gibt halt nochmal Victory Points. Und den kann man nur freischalten, wenn man alle anderen Inseln eben oder alle anderen Tempel schon besiegt hat. Ja. Also. Das war es eigentlich soweit. Das war jetzt übrigens das vierte Mal, dass ich dieses Video aufgenommen habe. Und endlich, so wie es ausschaut, habe ich es mal richtig aufgenommen. Falls ich Fehler gemacht habe, sagt mir Bescheid. Und ja, ich hoffe mal, es war einigermaßen informativ. Ich hoffe, es ist okay mit der Webcam und dem Computer. Und ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Temple Raid Event. Ja, macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.